Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Nintendo Wii U und im letzten Part haben wir ein bisschen Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Wir haben das Hotel Ultramarino wieder zu vollem Glanz erleuchten lassen und haben die Holunderpassage freigeschaltet. Und genau dort wollen wir jetzt auch hin. Schauen wir mal, was die Holunderpassage für uns bereithält, denn naja, im Bonsaihain sollte es theoretisch weitergehen, nur da fehlen uns noch eine ganze Menge Rettertoads. Und ja, schauen wir mal. Hier können wir auf jeden Fall direkt mal was einfärben. Einfärben wollte ich nicht ausschneiden. Nein, nein. Da oben können wir noch mehr einfärben, falls wir da hochkommen. Doch, das sollte aber gehen, ne? Ja, sehr schön. Sehr unscheinbar, diese tollen Einfärbegeschichten. Mein Gott, ich vertue mich hier die ganze Zeit in der Taste. Auch nicht schlecht. So, hier können wir hoch. Hi, Toad. Mario, die Lage ist ernst. Oh, ein Teil des Meeres ist völlig ohne Farbe. Das ist wirklich ernst. Vielleicht ist es gestresst von der ganzen Schiffen. Das Meer sollte wohl dringend mal blau machen. Na. Nein, das meine ich nicht. Oh, oh. Wow, Matrix Move, Fabian. Bist du verletzt? Alles in Ordnung? Das dort ist unser Schiff, aber es wurde vom Feind geerntet. Wir haben die Rettertoads bereits verständigt, aber naja, es sind eben die Rettertoads. Oh mein Gott. Oh nein, der Beschuss hat die Barrikade zerstört. Dieses farblose Meer macht mir Sorgen. Das sollten wir untersuchen. Es sieht so aus, als hätten wir es nur mit Scheigeist zu tun. Sollte ja nicht zu schaffen sein. Also, ja, das kriegen wir hin. Okay, gut. Schön. Wir haben also ein riesiges Problem mit Scheigeist und mit weißen Farbflecken auf dem Boden. So, machen wir den Feißen mal zu einem lilanen Farbfleck. Hier geht's auch irgendwie rein. Können wir hier irgendwie... Nee, die Ansicht drehen kann man hier nicht. So wie in Paper Mario Gedingsterbumster. Welches war's denn? Super Paper Mario, glaube ich, ne? So, hier haben wir gerade mal ein Blooper gemalt. Und er hat uns eine ganze Menge Farbe gebracht. Lila eine Farbe. Ui. Jag mir doch nicht so einen Schreck ein. Ich dachte schon, dass mich eine Kanonenkugel erwischt hat. Ja, ja. Dein Feind hat nicht nur das Schiff gekapert, sie ballern auch noch wie wild mit den Kanonen herum. Ganz schön frech. Ja, ich weiß. Das kriegen wir hin. Können wir hier lang? Nein, können wir nicht. Okay, das sieht aus wie ein Rettertoad. Rettertoad im Fass. Danke, Mario. Wir haben unsere besten 5 gelben Rettertoads auf diese Mission geschickt, aber wir kommen hier nicht weiter. Ich behalte das Gefecht im Auge. Hol du die anderen Rettertoads. Okay. Können wir hier drüber laufen? Ja, können wir. Sollten wir das einfärben? Ich glaube... Versuchst du das Ganze mehr mit deinem Hammer einzufärben? Ich bekomme das Gefühl, dass in den Legenden, die über dich erzählt werden, vielleicht doch nicht so viel dran ist. Naja, okay, vielleicht sollten wir das besser lassen, weil sonst fallen wir ja ins Wasser, ne? Ich hab mir schon sowas gedacht, aber ich dachte mir, naja, mach mal. Okay. So, Farbe... Aber irgendwo müssen auf jeden Fall noch Rettertoads sein. Wir brauchen gelbe Rettertoads. Da ist einer. Da ist der nächste gelbe Rettertoad. Ach, ziehen. Flomp. Ich habe das ganze Fass durchsucht, konnte aber nichts Explosives finden. Du kannst also beruhigt weiterkämpfen. So, damit haben wir Nummer 2. Es sollten 5 Stück geben hier in diesem Level. Ich habe mir Information besorgt, weil könnte sonst sehr langwierig werden. Nein, schauen wir mal. Und vielleicht finden wir sie ja auch alle so. Ich sehe auf jeden Fall jetzt gerade mal spontan 2 Stück. Willst du Landratte-Helfer diesen Schiff kapern? Lächerlich, das gehört nämlich uns. Genau, auf diesem Schiff soll ein großes Geheimnis über das Holunder-Atoll versteckt sein. Und wie jeder weiß, sind große Geheimnisse dafür da, geklaut zu werden. Und jetzt bist du fällig. War ja irgendwie klar, oder? Ich meine, dafür haben wir ja eine ganze Menge Angriffskarten geschenkt bekommen. Wir haben jetzt 3 Stück. Das ist auch relativ neu.
Ja, gucken wir doch einfach mal. Ich würde sagen, wir nehmen mal so ein Vielfachgerät. Zum Beispiel einen Doppelhammer. Den Doppelhammer finde ich jetzt doof. Finde ich... Haben wir keinen Vierfachhammer mehr oder sowas? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann nehmen wir doch einfach... Nein! Arschgesicht. Nehmen wir einen Dreifachhammer und einen Doppelhüpfpushen und noch einen Doppelhammer. Nee, das mit dem Hüpfpushen sollten wir mal lassen. Dann nehmen wir lieber noch einen Doppelhammer und noch einen Doppelhammer. So. Ich bin mir mit dem Hüpfpushen nicht so ganz sicher, welchen Gegner ich dann treffe. Ich meine, man kann das ja irgendwie so ein bisschen vorausplanen, aber wenn ich dann so ein Stachelviech erwische, dann gibt das echt Stress. So. Ach, perfekt. Alle Karten zurückbekommen. Perfekt. Ja, habe ich gerade auch schon gesagt. Perfekt. Sehr schön. Es gibt auch eine ganze Menge Holz. Neuen Hammer und so. Oh, noch mehr. Dieser Tod hat eine lachhafte Vorstellung geboten und jetzt bringst du uns zum Lachen. Okay, die haben Schilde. Schilde heißt, wir müssen draufspringen. Da können wir zum Beispiel diesen Doppelhüpfpushen benutzen. Den ich gerade... Ich muss mal kurz sortieren. So. Sonst findet man ja nichts mehr wieder. Das ist echt... Gar nicht so trivial hier, wenn man so viele Karten hat. So, und dann noch einen normalen Doppelschuh. So. Nur eine ganze Menge Färben. Das kostet echt Farbe ohne Ende. Gott sei Dank haben wir mittlerweile 300 Farbe. Und klar! Jetzt sagt mein Wii U Gamepad einfach mal, Junge, dein Akku geht gleich aus. Dabei lag das Gamepad jetzt einfach nur, keine Ahnung, eine Woche rum, seit ich das letzte Mal Mario aufgenommen habe. Und da war ich am Kabel. Das hasse ich so an dieser Konsole, ne? Das wird bei Switch besser, weil es da kein Gamepad mehr gibt in der Form. So. Gut. Hauchen wir dem Toad mal neues Leben ein. Was? Ich hab's geschafft. Ich hab sie besiegt. Die hatten keine Chance gegen mich. Tschö. Okay. Gut. Haben wir noch zwei weitere? Okay. Denk nicht mal dran, diesen Toad zu retten. Doch. Schon. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir machen einen Doppelschuh. Nee. Wir raiden erstmal mit einem Stachi da durch. Dann nehmen wir einen Doppelhammer und als Recovery noch einen Doppelhammer. So. Eventuell kann das der eine Stachi auch schon alleine lösen. Und ich hoffe, der Akku vom Gamepad hält durch bis zum Ende des Partes. Ansonsten müsste ich gleich mal nachladen. Oh! What the fuck? Das hat uns auch getroffen. Nur dank meines hauchdünnen Papierkörpers konnte ich mich so elegant an den Mast wickeln. Tschö. So, okay. Und du auch noch. Niemand unterbricht mich ungestraft beim Kielholen. Die Strafe dafür ist Kielholen. Was ist denn Kielholen? Die Seefahrer unter euch, bitte mich mal aufklären. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich würde sagen, wir nehmen... Oh, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe halt nichts eingefärbtes Doppeltes mehr. Und ich habe keine Lust, 5 Runden zu spielen. Also machen wir... Hammer bringt nichts, ne? Nee, die haben Schilde. Ist doch eklig. Ist doch eklig. Wir könnten nochmal einen Stachi durchjagen. Ja, komm, machen wir. Das reicht dann auch. Weil für so viele Sprünge hätte ich jetzt auch nicht genug Farbe. Also wir nehmen jetzt einfach einen Stachi. Wenn ich den nicht losschieße. Ach, komm schon.
Warum schießt er denn immer auf mich? Ist das so eine Eigenart hier am Schiff oder was? Auf dem Bugspriet ist die Enge getrieben. Ist das mal dramatisch? Oh, hi. Ein Phantom? Shy Guy. Flink durch den Nebel. Jetzt wird Farbe vergossen. Pirat und Ninja. Okay. Den würde ich sagen, lege ich erstmal aufs Kreuz. Indem wir ihm ein Powder hinlegen. Und dann machen wir dem einen K.O.-Hammer. Und zum Backup noch einen großen Hammer. So, alles fertig durchgefärbt, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Und ich glaube, das gibt... Oh. Ist er weg? Nö. Jetzt aber. Perfekt. Der konnte nicht wirklich was. Doch, der hatte viel Energie. War ja auch ein ganzer Stapel. Dieser schwarze Scheigei war unglaublich schnell, oder? Mit dem bloßen Auge konnte ich ihm gar nicht folgen. Kein Wunder, dass Piraten Augenklappen tragen. So müssen die Gegner nicht mit dem großen Blauauge folgen. Tschö. Es war nicht einfach, aber du hast den Feind in die Flucht geschlagen und alle Rettertoads gerettet. Gehen wir zurück zum Steg. Ja, wenn ich hier alles mal eingesammelt habe. Ich glaube, wir kriegen neue maximale Farbe, oder? Ja. Sehr schön. Immer rein damit. Kriegen wir auch eine volle Farbe? Volle Farbfüllung? Oh, schön. Drei... Oh. Naja, gut. Scheiße ich jetzt drauf oder laufe ich da noch... Naja, jetzt ist eh zu spät. Okay, wir scheißen drauf. Wir gehen zurück zum Steg. Können wir mit dem Ding hier fahren? Nee. Das geht nicht. Ach so, wir müssen ja hier quasi übers offene Meer. Gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Toads, was sagt ihr denn dazu? Ich habe euer Schiff gerade zurückerobert. Es gibt keine blöden Shy Guys mehr, die hier irgendwie mit Kugeln um sich schießen. Und, ja. Sir Mario, die Rettungsaktion ist zufriedenstellend verlaufen. Sir, danke, Sir. Wir sind die Game Rettertons, Nummer 6 bis 10. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Bonsaihain. Dank dir haben wir unser Schiff zurück. Also eigentlich gehört es unserem Captain, aber der ist gerade, am Arsch der Welt. Als wir angegriffen wurden, ist er auf ein Fass gesprungen und in diesem farblosen Wasser gelandet. Seitdem sitzt er fest und ich kann nicht zurück. Es ist mir schon fast peinlich, dich schon wieder um einen Gefallen zu bitten, aber bitte rette den Captain. Wir würden euch gern helfen, aber durch dieses farblose Meer können wir nicht segeln. Und durch das normale Meer können wir natürlich nicht laufen. Es sei denn, wir finden einen großen Farbstern, dann können wir eurem Captain vielleicht helfen. Wir warten auf euch. Zurück zum Schiff. So. Ja, schön. Haben wir das. Wir können jetzt hier allerdings tatsächlich nicht weitermachen. Wir wollen erstmal zurück zur Weltkarte. So. Da ist was von Peachy gekommen. Speichervorgang. Bitte schalte das System nicht aus. Ja, schön. Schauen wir doch mal, was von Peachy gekommen ist. Da oben müssen wir bestimmt später nochmal hin. Ich meine, da gibt es ja auch einen kleinen Farbstern und so. Hier müssten uns noch zwei Rettertoads fehlen, habe ich in der Vorbereitung gesehen. Okay, hier waren wir aber noch nicht, in der Bistroise. Schauen wir mal kurz rein. Gucken wir mal, ob wir von Peach den Brief finden können. Aha, scheinbar nicht sofort. Okay, nehme ich mal hin. Gucken wir uns hier einfach mal um. Wir sind auf jeden Fall voll in der Wüste gelandet. Da hat man uns so richtig in die Wüste gesch... Oh, da oben können wir was einfärben. Da können wir was einfärben. Und da ist irgendwas zum Kaputtschmettern. Aber nichts zum Ausschneiden. Okay. So. Also erstmal wird das hier eingefärbt. So. Und dann haben wir hier einen Block, der nicht verschiebbar ist. Was geht's das? Gastroguru Toad Bistroase. Aha. Nanu? Da hat jemand die Wüste aufgesaugt. Oh nein, das ist ja noch einer dieser riesigen weißen Flächen. Wie gruselig. Sind das etwa
Toads. Genau in der Mitte? Ich meine, wir können ja mal hinlaufen. Ist ja gerade kein Sand hier. Hi. Du bist ein Retter-Toad, oder? Ach ja, so lässt sich's leben. Du willst doch nicht gerade jemanden retten oder so? Denn ich will nicht, dass meine Auszeit hier vorbei ist. Niemals. Tut mir leid, meine oberste Priorität besteht gerade darin, Leute vor der Sommerhitze zu retten. Obwohl, du hast ja nur für 3 Stunden bezahlt und die sind genau jetzt vorbei. Tut mir leid, aber wenn ich weitermachen soll, musst du das erneut buchen. Einen schönen Tag noch. Gelber Rettertod Nummer 5, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Bonsaihain. Hey Mario, also ich weiß es echt zu schätzen, dass du den langen Weg hierher gekommen bist, aber ich habe keinen Tisch für dich, in Ordnung? Wenn es dir nichts ausmacht, an der Bar zu sitzen, schaffe ich es vielleicht noch, dich reinzuquetschen in 3 Jahren oder so. Was soll ich sagen? Das Geschäft läuft so gut wie nie zuvor in der Bistroase. Wir sind gerade mit dem hellsten Stern am Firmament, mit Ausnahme vielleicht des Sterns, den ich vom Firmament geholt habe. Stern vom Firmament? Mario, ich bin mir ganz sicher, dass er über einen Farbstern redet. Entschuldigung, Gastroguru, gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit für uns, die Reservierung zu beschleunigen? Vielleicht, wenn wir ihn für ein paar Stunden Luft zu fächern? Keine Chance, Mann. Wenn ich für Mario eine Ausnahme mache, wollen alle anderen auch. Was kommt als nächstes? Tisch für 4 auf den Namen Luigi, am liebsten heute noch? Nicht in meiner Bistroase. Außerdem habe ich heute noch einen Pediküre-Termin. Tja, Mario, da müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen. Okay, und während wir uns etwas anderes einfallen lassen, würde ich sagen, fahren wir einfach mal mit der Röhre nach oben. Aber das machen wir erst im nächsten Part. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich Keep Gaming und ciao.